Ihr habt nur ein kleines Sportboot, so ein Tagesboot, nicht viel Platz, auch keine große Batterie und möchtet trotzdem kaltes Bier, kalte Getränke, kalte Bratwurst, dann bleibt mal an diesem Video dran. Hier kommt vielleicht was Innovatives, was euch gefallen könnte. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei BYBO TV. Heute geht es um, wer hätte es gedacht, eine Kühlbox. Aber es geht nicht um irgendeine Kühlbox, sondern um die Kühlbox. Diese Box ist im ersten Augenschein aus Styropor. Das stimmt auch. Das ist so eine Art Verbundstyropor. Das Ganze ist hier in der Anleitung beschrieben, was es genau ist. Also eine Teile aus der Raumfahrt, Luftfahrttechnik sind damit eingeflossen. Und deswegen ist das die ultimative Kühlbox, wenn ihr keinen Strom an Bord verwenden wollt, um einen Kompressor-Kühlbox oder einen Kompressor-Kühlschrank, wie auch immer, zu betreiben. Viele von euch kennen Kühlboxen aus dem Baumarkt, 29 bis 59 Euro. Achtung, könnt ihr gleich die Finger von lassen. Ja, das sind sogenannte Absorber-Kühlschränke oder Absorber-Kühlboxen, wo ein kleines Modul, ja, aufgrund eines Lüfters Kälte erzeugt. Kommt eigentlich aus dem Computerbereich so ein bisschen, um Sachen zu kühlen. Die können die Umgebung auch etwas kühler machen. Und meistens sind immer so Zahlen aufgedruckt, 10 Grad unter Umgebungsluft oder so. Aber ganz ehrlich, die Dinger schaffen es niemals, euch kalte Getränke zu zaubern. Es ist eher, um was vielleicht vorgekühlt ist, schon mal etwas länger vorgekühlt zu lassen. Aber glaubt mir, diese Kühlboxen für 29 Euro aus dem Baumarkt und so weiter, Schrott, wirft das in die Tonne. Dann habt ihr natürlich die zweite Möglichkeit, kauft euch eine richtige Kompressor-Kühlbox. Entweder Mobicool, Dometic, wie sie alle heißen. Im Endeffekt fast oft der gleiche Hersteller, aber verschiedene Modelle. Da gibt es kleine, mittlere, große. Definitiv müsst ihr da einen Kompressor-Kühlschrank oder Kühlbox nehmen. Nur die schaffen es, wirklich richtig kalt zu werden. Wie auch ein Kühlschrank zu Hause, wie auch ein Froster zu Hause. Die Geräte kosten natürlich auch ein bisschen Geld. Eine Kompressor-Kühlbox liegt immer irgendwo zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem welche Größe. Ihr könnt auch 1000 ausgeben, je nachdem wie groß ihr die haben wollt und so weiter. Darauf wollen wir aber heute gar nicht hinaus, denn ihr habt ja eingeschaltet, weil ihr wissen wolltet, Mensch, wie kann ich eigentlich meine Getränke richtig geil kalt halten und das auch lange und das auch ohne Strom und ohne Kompressor und ohne viel Schnickschnack. Und hier kommt das geile Stück. Innovationspreise hier in Deutschland gewonnen, keine Ahnung, allen möglichen Kram. Wird gerade mega gehypt unter den Campern, weil das Ding einfach so geil produziert wurde und so innovativ produziert wurde, dass das Ding ewig kalt hält. Also ihr habt hier so Sachen, wenn ihr jetzt in diese Kühlbox Eiswürfel kippen würdet, also reines Eis, hält das mal eben so 21 Tage da drin. Das ist schon echt richtig krass. Ich habe das Teil jetzt mal in den Hintergrund geräumt, damit ihr mal seht, ungefähr was für ein Größenverhältnis das hat. Das ist jetzt hier auf dem Steuerstuhl, das ist also gar nicht so groß. Wenn es irgendwo hinstellt, sieht das erstmal groß aus, aber so groß ist die Kiste nicht. Das Teil gibt es in zwei Größen, das ist jetzt M, es gibt auch noch etwas größer ein L, aber ich meine, im Regelfall sollte die Größe reichen. Ihr könnt die Kühlbox natürlich ohne Akkus betreiben, klar, dann habt ihr natürlich nur die Technologie, die, ja, ich sag mal, gut isoliert ist. Aber wenn ihr das perfekte Kühlerlebnis wollt, dann kauft ihr natürlich die entsprechenden Akkus dazu. Da gibt es verschiedene. Es gibt Standard Cool, die habe ich jetzt drin. Das sind die rosanen. Die sind minus 2 bis plus 2 Grad. Also perfekt für kaltes Bier, ein bisschen Würstchen kühlen, kalte Cola. Ne? Minus 2 bis plus 2 ist perfekt. Seid ihr irgendwo bei Coke bei 3 Grad, wie man sagt. Genauso auch natürlich für Essen und so weiter. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, hey, wir nehmen Tiefkühlfraß irgendwo mit hin in eurem Camper oder ihr nehmt das wirklich vielleicht nur für TK-Sachen, weil ihr jetzt sagt, wir fahren mit dem Boot raus und machen uns auf dem Grill irgendwelche Pfannen oder so, Frosterpfannen, ja, das ist ein gutes Beispiel, wir machen das nämlich auf dem Grill. Könnt ihr auch die Standard-Frozen-Akkus nehmen, die können bis minus 20 Grad, also die haben im Bereich minus 20 bis minus 10, ey, da könnt ihr eine ganze Woche da eure Dr. Oetker-Pizza drin lassen, da passiert gar nichts, total geil. Dann gibt es natürlich noch Control-Fresh, das ist, wenn ihr so irgendwie Obst kühlen wollt oder so, die haben dann plus 2 bis plus 8. Und dann gibt es noch richtig Hardcore, ich denke für unseren Fall Quatsch, bis minus 25 und bis minus 18, das sind Deep Frozen und Room Temperature. Das ist dann eher für Sachen irgendwie professionelle Gastro oder so. Ich denke mal, für die meisten von euch ist das Quatsch, weil wer will sein Bier bei minus 25 Grad, das gefriert ja. Es sei denn, ihr wollt vielleicht den Jägermeister kalt haben, dann ist es schlau. Ansonsten reichen eigentlich die Standard-Cool-Geschichten, ist ja auch alles in diesem Heft beschrieben. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, alle Anwendungen und wie lange was hält. Und hier ist es dann zum Beispiel soweit auch aufgezeichnet, die Cool-M-Box, also in meinem Fall die, mit den 4 Temperatur-Standard-Cool-Elementen, so wie sie bei mir drin sind. Da könntet ihr jetzt 16 0,5er Liter Flaschen Wasser reinmachen und ihr würdet 7 Tage damit Kühlung haben. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, für Bootsbesitzer, wir fahren jetzt raus, wir fahren ja keine 7 Tage damit los. Alle, die wahrscheinlich länger mit dem Boot unterwegs sind, haben wahrscheinlich dann einen entsprechend aktiven Kühlschrank.
Für so ein Wochenende ist das natürlich der absolute Kracher. Ihr könnt das Ding wirklich bei 30 Grad oben an Deck stehen lassen, mitten in der prallenden Sonne. Ich werde das in diesem Video nicht explizit zeigen, denn wenn ihr nach der Kühlbox sucht, werdet ihr massig Videos bei Insta, bei Facebook oder auch bei YouTube finden, wo Leute das schon im Langzeittest über Wochen bei 30 Grad getestet haben, im Gegensatz zu anderen Kühlboxen. Die haben da Eis reingekippt, ganz normales Eis von der Tankstelle, die großen Eiswürfel, und haben geguckt mit Zeitraffer, wie lange das hält. Und diese Kühlbox hat selbst irgendwie nach, ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwo nach 21 Tagen war immer noch Eiswürfel da drin. Natürlich waren schon ein paar geschmolzen, aber es waren immer noch Eiswürfel verfügbar. Bei den anderen war schon, keine Ahnung, 30 Grad Wassertemperatur oder so. Die Verarbeitung bei der Kiste ist auch richtig geil. Hier sind mega gute Kunststoffgriffe drin, richtig fett eingeschraubt. Das Ganze ist, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Styropor von außen, aber drinnen Kunststoff. Also das fässt sich wirklich mega geil an. Den drückt man hier so rauf. Und jetzt ist der Kracher, ihr könnt euch hier auch raufstellen. Ja? Das ist irgendwie nicht irgendwie so, das quietscht jetzt nur hier wegen meinen Füßen so. Da geht nichts kaputt. Und ihr könnt euch da raufsetzen, ihr könnt die benutzen für alle möglichen Sachen. Ihr könnt hier auch so ein Schneidebrett noch oben raufpacken, wenn ihr so irgendwie Angler seid oder so, dann könnt ihr eure Fische noch drauf ausnehmen. Ihr könnt hier noch ein Sitzkissen für bestellen und so weiter. Das ist echt cool, wenn ihr jetzt auch wie ich ein kaltes Getränk haben wollt auf eurem kleinen Boot und da in der Hinsicht noch keine Ahnung habt, wie ihr das macht. Glaubt mir, greift zu so einer Kiste, dann habt ihr eure Ruhe. Ihr müsst halt eben einfach nur die Akkus vorkühlen. Und dann habt ihr eiskalte Getränke. Und wenn ihr da sagt, jetzt, ihr wollt noch was sparen, dann guckt am besten mal unter mein Video. Beibu 10 gebt ihr einfach auf der Seite von, in dem Webshop von Kiel an. Und dann gibt es 10% nochmal auf die Kiste. Und ich denke, dann seid ihr echt gut damit gefahren. Ich werde das ganze Teil, den ganzen Restsommer auf jeden Fall nochmal ein bisschen penetrieren, testen. Ihr wisst, wie ich das mache. Ich benutze sowas auch mal richtig hart. Ich werde das Ding einfach mal öfter in meinen Kofferraum schmeißen und wieder rausziehen. Das wird wohl auch aus Versehen mal aus einem halben Meter Entfernung auf den Boden fallen. Und solche Sachen werde ich mal machen. Und dann werde ich zum Ende der Saison mal wieder so ein Fazitvideo machen. Wer den Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich das immer gerne bei allen Produkten zum Ende der Saison mache, um einfach zu sagen, kann man oder würde ich sowas nochmal kaufen? Würde ich sowas irgendwie besorgen oder nicht? Aktuell muss ich einfach sagen, würde ich jetzt hier keinen Kühlschrank an Bord haben und hätte ein kleines Boot, würde ich dazu greifen anstatt einer Kompressorbox. Denn der Vorteil liegt einfach auf der Hand. Jetzt werden bestimmt auch einige nochmal dazu sagen, ja, die ist ja relativ groß und dafür ist ja wenig Platz. Guckt euch mal Kompressorboxen in der Größe an und schaut mal wirklich, wie viel Platz ihr da habt. Bei so einer Größe als Box habt ihr mindestens ein Viertel von dieser Box ist nur Elektronik und Kompressor. Das heißt, ihr habt eigentlich nur das letzte Dreiviertel als Kühlung und dann ist meistens auch Isolierung und ihr habt meistens nur so ein, keine Ahnung, 30x30, wo was reinpasst. Von daher kann man das nicht als Argument nehmen. Würde ich mir so ein Ding kaufen, wenn ich ein kleines Boot hätte? Definitiv ja. Ich würde bei einer Batterie, wenn ich so ein kleines Tagessportboot hätte, wo nicht viel Platz ist, würde ich mir sowas kaufen. Das stellt man unter Deck. Die fängt nicht an zu schwitzen mit wie eine Kühlbox, mit einem Kompressor und so weiter. Das ist einfach die geilere Lösung. Ihr müsst nicht auf Strom achten, ihr müsst nicht gucken, dass eure Batterie leer gesaugt ist. Ihr müsst die nicht umwandeln, ihr müsst dann nicht irgendwie eine Batterie von 70 Ampere tauschen auf eine 100, nur damit ihr da mal 3 Stunden kalte Getränke habt. Und bei so einem Tagescruiser-Boot ist es ja auch immer so, ihr müsst ja erstmal die Kühlbox anmachen. Das heißt, wenn ihr am Steg vielleicht gar keinen Strom habt bei eurem Tagesboot, dann steckt ihr die rein während der Fahrt, bis die kalt ist, ja, seid ihr wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückweg. Also das bringt euch auch nicht weiter. Ich würde immer zu sowas dann tendieren. Sowas könnt ihr dann auch mal schnell mit nach Hause nehmen und kühlt die Akkus schon vor und nimmt das Ding mit und dann ist fertig. Der Vorteil ist eben, sie hält eben viel, viel länger die Getränke und die Essenssachen kalt. Das ist der große springende Punkt. Das ist der USP dieser Box. Die anderen Boxen, die ihr im Bauhaus kaufen könnt, keine Ahnung, für 50 bis 100 Euro auch mit Kühlakkus, halten eben einfach nicht so lange. Die sind nach einem Strandtag, dann sind die abends, ja, eben nicht mehr kalt. Und das ist der Punkt, wo Kiel ansetzt. Diese Box hält eben zwischen 7 und 21 Tage Sachen kalt, je nachdem, was ihr da reinpackt und welche Akkus ihr benutzt. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut mal die Kommentare, wie haltet ihr denn eure Getränke kalt? Vielleicht ist das ja auch was hier für Angler, die jetzt irgendwie da Eis reinpacken und sagen, ey, pack da meine ganzen Fische rein. Ja, ihr könnt eine Woche mal eben angeln fahren in Norwegen und braucht keine Angst haben, dass eure Fische hier irgendwie ja, anfangen, gammelig zu werden. So, haut mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Box? Meint ihr, das ist zu teuer oder würdet ihr doch lieber Kompressor nehmen? Ich bin auf eure Anregung gespannt und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Und das wird spannend, denn wir bauen im nächsten oder im übernächsten Video, da müssen wir nochmal ganz genau gucken, wie lange ich für die ganze Geschichte brauche, bauen wir zusammen eine Standheizung hier auf das Boot. Und zwar mit Ebersbecher zusammen. Und da gehen wir mal richtig in die Materie und schauen mal,
warum sollte man sich für eine Standheizung entscheiden, die von einem ordentlichen Hersteller mit CE-Zeichnung kommt. Das im nächsten Video, beziehungsweise in den nächsten Videos, je nachdem, wie schnell ich bin. Ansonsten geht es hier natürlich weiter, jede Woche mit irgendwelchen Videos rund um das Thema Boot, Reparatur, Zubehör, whatever.